Frankfurter Stumpe, heute mit dabei der Michael. Hallo. Der Olli. Grüß euch. Und ich bin der Andi. Michael, am liebsten würde ich dich ja fragen, was wir heute rauchen, aber du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Und ihr auch nicht. Ja, nee. Wir haben heute nämlich ein Plank-Tasting. Ja. Wir haben hier 4 Zigarren in jeweils ein goldenes Tubo eingepackt. Und das Einzige, was da draufsteht, ist A, B, C, D. Und sind wir nur zu dritt. Also ein bleibt weg, aber es erklärt schon automatisch, wenn wir die anderen drei wissen, was es ist. Und wir haben quasi in einem versiegelten digitalen Umschlag die Auflösung davon bekommen. Das heißt, keiner von uns weiß, was für eine Zigarre das ist. Und das ist netterweise vom Tabakhaus Simon in Potsdam zur Verfügung gestellt worden. Also totale Überraschung. Ich hatte nämlich vor ein paar Wochen was bestellt. Und die haben es einfach mit dazugelegt. Obergeil. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Olli? Ja. Also, was können wir denn heute theoretisch rauchen? Also wir haben ja die Auswahl von 4 Stück. Ja. Das eine ist die Davidoff The Aristocrat. Dann haben wir eine Laura Chavin, die Nummer 66. Dann eine Padron Diplomatico Natural oder Natural. Und eine Romeo und Julieta Churchill. Okay. Die 4 haben wir zur Auswahl. Sind schon ein paar krasse Zigarren dabei. Bis auf die Laura Chavin, genau. Ist schon scheiße. Ganz genau. Oh, ich sag dir eins, wir rauchen die und sagen, die ist super toll, dann kommt's raus. Das ist ja echt lustig. Dann wär's ja? Cool. Okay, wollt ihr irgendeinen Buchstaben sagen oder soll einfach irgendeinen? Ich würde gern blind ziehen. Du würdest gern blind ziehen? Ja. Dann mach die Augen zu. Aua! Du? Ich nehme die da. Die her? Ja. Ich nehme ich jetzt. Dann bleibt die A verschlossen und ich nehme die B. Okay. Ja, dann machen wir mal auf. Was? Boah. Puh. Einfach mal überhaupt nicht zu erkennen von außen. Nee. Ich sag, ich habe die Laura Chavin. Ja? Ja. Wie kommst du darauf? Guck dir mal das Deckblatt an. In der Farbe her. Ist sehr hell. Ja. Also. Aber die ist auch sehr hell. Das ist die Davidoff. Das ist die Romeo und Julieta. Oder, warte mal. Nee, können so beide Gruber sein. Schwierig, ja. Die ist auch. Aber die ist eigentlich ein Tick zu hell für. Die hat auch so ein paar Holes. Ja, wie nennt man die? Diese Soft Holes. Hm. So, diese weichen Stellen. Hm. Eine Farbe, 3-4 Stück. Ich hätte eher gesagt, dass das sogar die Laura ist. Schwierig. Also vom Geruch her kann meine eigentlich kein Kuba sein, schon mal. Auch von der Farbe her nicht, oder? Die ist zu hell. Könnte schon sein. Gibt schon ein paar richtig helle Decker davon. Eigentlich. Aber bei der Romeo und, ja? Ja, also ich wäre jetzt nicht für noch kurz ein Dick sicher. Ehrlich ich gesagt, sagen, das nur vom Aussehen her. Das ist Domrep. Die Davidoff. Frisch, blumig, fruchtig. Ich würde nicht mal sagen, dass es die Davidoff ist. Ich glaube eher, dass es die Laura ist. Allein von der Verarbeitung her mit den Holes, das ist, da habe ich echt ein paar Krater drin. Das könnte dann. Ja, also eine Davidoff würde ich da schon mal ausschließen. Ich würde auch eine Davidoff eine ausschließen. Juliet, Romeo und Julieta nicht. Nee. Die ist auch sehr weich hier vorne. Was hatten wir also noch? Die Patronen hatten wir noch. Patronen hatten wir noch, ja. Patronen, die kenne ich ja gar nicht. Boah, das kann aber, ich würde sagen, das ich würde vermuten, keine von denen ist die Patronen. Okay. Weil ich finde, die Patronen, die sind immer sehr markant gerollt. Okay. Also ganz viele Patrons erkenne ich schon direkt am Aussehen einfach. Weil die haben eine ganz eigenwillige Art und Weise, wie die Zigarren machen, finde ich immer. Mhm. Deswegen würde ich jetzt vermuten, dass, ich würde vermuten, dass hier die übrig ist. Die Patron ist. Lass doch, die können wir trotzdem angucken. Die können wir uns mal angucken. Ja. Also von der Verarbeitung her könnte das hier eine Davidoff sein, trotzdem, aber. Ja. Oh ja, das sieht. Siehst du, was ich meine? Ja, ja. Erinnert euch an die ganze Zeit, wo wir die Patron Classic Robusto geraucht haben, wie die aussieht. Ja, das sieht, ich dachte, könntest du mal holen. Ja. Die sieht genauso aus. Ja. Ja, ja.
Okay, also Patron haben wir schon mal nicht. Das heißt, Also, ein hat auf jeden Fall den Zonk und hat die Laura Schawin. Wir können es natürlich grandios irren, gell? Und das ist nee, alles das falsch. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig bei der, find die ich du auch. Jetzt gerade hast. Aber, wer weiß, ja. Man weiß es nicht, gell? Kriegst du das Geräusch vom Zonk noch hin? Nee. Aber Zonk. Davidoff ist die für die Churchill zu dunkel. Also ich würde sagen, vom reinen Aussehen her, unter Einbezugnahme, dass das eine sehr saubere Triple Cap ist und dass das Deckblatt teilweise so ein bisschen gezogen ist, würde ich sagen, die das Romeo. Ist die Romeo und Giulietta, die ich hier habe. Aber... Und dann... Ich gehe davon aus, dass das die Laura ist. Weiß es nicht. Mir schrecken diese Holes ab. Mich schreckt, dieses, also, ich finde, beide Farben passen auch nicht sehr zu locker David gedreht. Auf also sie ist ganz weich. Lass uns das Ding doch einfach mal anstellen. Genau, ne? lass uns mal. Ja, aber da bin ich wirklich sehr gespannt, was bei rauskommt. Ja. Sollte auch jeder merken, welche Buchstabe er hatte. Achso, wir haben ja die Tubo. Ja, das ist wichtig. Sollte man da nicht einfach so wegschmeißen. Da bleibt es eine offene Frage, wer hatte hier was? Meine ist im Kaltzug sehr dezent. Hat so ein bisschen Erde, aber sonst ganz schwer irgendwas rauszuschmecken. Total frisch. Aber es hat einen sehr guten Zug, was eigentlich gegen Kubaner spricht. Ja, nicht immer. Ja, meine schmeckt sehr blumig. Diese hier auch. Extrem frisch. Aber blumig wird ja eher für David auch sprechen. Ja, die haben ja so einen grasigen... Okay. Und die ist sehr frisch und wie so eine frische Heuschobe. Weißt du, so frisch. Heuschobe gefüllt und also von der Farbe annehmbaren Zug, also ein bisschen Widerstand ist da. Also ich muss auch ehrlich sagen, Ollis kann von der Verarbeitung her eigentlich keine Davidoff sein. Das würde ich nicht mehr. So wie die aussieht, oder? Ja, zu denken über den Holz. Das ist so weich hier vorne, das ist ganz weich. Jetzt wird mein Tabak gespart, so Flammenwerfer. Geht schon mal sehr gut an. Super Zug. Angenehmer erster Geschmack, meine. Ja, meine tatsächlich auch. Komm, auch tollen Rauch. Also, oh. Leicht bitter. Leicht bitter. Guck mal, gar nicht. Annehmbaren Zug, also nicht so ober, also super geil, sondern also du musst schon ein bisschen ziehen, aber geht, würde ich jetzt nicht bemängeln. Schmeckt erdig, bitter, leicht ein bitter Geschmack im Hals. So. Ja, meine ist tatsächlich doch auch ein bisschen bitter, ja. Boah, bin ich mir unschlüssig. Aber spannend, es macht Spaß. Ist gar nicht so einfach, gell? Nee. Also, boah. Vor allem, ich sag mal, wenn wir tatsächlich jetzt mal sagen, die übrig geblieben ist, ist die Patron. Mhm. Ja, sehen wir uns eigentlich alle relativ sicher vom Aussehen her. Ich finde das bei den dreien sehr schwer, weil ich finde jetzt so vom Aussehen her sind die alle auch gut gerollt irgendwie, haben eine gute Verarbeitung. Das Einzige, was ich finde, unsere Farben, Michael, unsere Farben finde ich relativ ähnlich. Ich gar nicht. Also gut, ich habe ja die etwas dunkleren. Ah, doch, ein bisschen. Schon, also. Stimmt das jetzt von der Entfernung her? Ist kein großer Unterschied. Ich sag trotzdem, die hat hier so ein bisschen so einen grünlichen Touch. So ein ganz leichtes Grün mit drin. Ich sag auch, ich lege mich fest, dass das, die du hast, auf jeden Fall die Romeo und Giulietta ist. Ich auch gesagt, ja. Und von der Verarbeitung her müsste meine eigentlich die Davidoff sein, aber. Boah, vom Geschmack her. Und ich habe immer noch dieses Bittere auf der Zunge. Das quält mir gar nicht. Also meine ist super, muss ich sagen. Ja. Schmeckst du Kuba raus?
Ich sag nur toller Zug, was eigentlich gegen Kuba spricht. Erstmal tendenziell ja, sauberer Abbrand, schöne Asche. Das Einzige, was für mich bisher für Kuba spricht, ist, ich habe relativ kräftige Erdtöne drin. Mal gucken. Aber gar keine Bitterkeit, kein Pfeffer. Eigentlich cool. So, ich habe einen leichten Pfeffergeschmack, dieses Bitzeln auf der Zunge, bitter. Erde. Also da meine auch relativ mild ist. Die Late Hour, die wir uns in Church, das ist eine Barrel Age, ja. Also dann müsste eigentlich, wenn wir sagen, einer von euch hat die Davidoff, müsste man eigentlich auch so eine Süße mit rausschmecken von der Fasslagerung des Tabaks eigentlich. Ich habe ja lustigerweise, ich habe die Late Hour hier bei mir im Humidor liegen, also die Toro, nicht die Aristocrat, und die ist auch relativ, die ist dunkler. Aber du hast die schwarze. Die Late Hour ist immer schwarz. Aber das war doch die mit weißer Banderole gerade. Nee. Nee, habe ich mich getäuscht? Olli hat die... Oder was heißt doch. Das? Ja, tatsächlich. Ja. Die ist weiß. Dann ist das gar nicht die Late Hour, dann ist es die normale... Churchill. Die normale Churchill. Ja, stimmt. Da muss der eigentlich hell sein. Ich spreche dann eigentlich eher für deine, gell? Michael. Ja, ich gucke gerade im Vergleich, sieht Olli so ein bisschen, dahinter im Humidor sehe ich ja gerade die Late Hour liegen. Also wenn es die Late Hour wäre, dann wäre es eher Ollis. Ich weiß also. Also wenn, dann bin ich echt enttäuscht. Ich habe erst nur eine Late Hour bisher geraucht, damals wie sie rauskam. Aber ist ja keine Late Hour. Nee, ich habe gerade gesehen, ist die normale Winston Churchill. Ganz gute Asche hat es bisher. Der Zug ist okay. Da kann man sich auch echt böse täuschen. Gell? Wir haben auch alle schon ein paar Plant-Tastings gemacht und der Lounge so, gell? Ganz oft liegt man da katastrophal falsch. Also ein paar Mal hat man es, so, aber hin und wieder. Also ich würde auch sagen, das hier ist die Romeo Giulietta. Ja. Meine. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass es die Laura ist. Ich erinnere mich an die wir damals getestet haben, die hat auch so diese Bitterkeit. Glaube ich. Ist es die neue Serie oder die alte Serie? Das weiß ich gar nicht. Von den Nummern her kann ich da keine Unterscheidung. Aber ich kann mir vorstellen, wir hatten die 99, das ist die 66, das sind die alten Sorten, waren diese 11, 22, 33. Gab es da ja. Aber das sieht man eigentlich an der Banderole. Das ist ja eine helle Banderole mit Gold. Ja. Die neueren waren die blaue, glaube ich. Die neue Serie. Ja. Aber ich muss sagen, also die Asche ist schön, ja. Die leichte Bitterkeit ist immer noch da. Und es ist pfeffrig. Naja, also ich glaube auch, dass ich die Davidoff habe. War einfach von der Verarbeitung her. Ja, mal gucken, wie ich so geschmackstechnisch entwickelt. Ja. Na gut. Was aber ging dann, sonst? Da merkt man irgendwie aber trotzdem, dass also so schwer, wie uns das jetzt gerade fällt eigentlich, ja? Ja. Eigentlich so viel, wie wir rauchen und wie wir Davidoffs und Kuba kennen, müsste uns das viel leichter fallen. Ne? Aber das macht es gar nicht. Das heißt, du kannst eigentlich auch irgendeinen Schrott rauchen, solange keine Banderole drauf ist. Ja. Es schmeckt oder es schmeckt einfach nett. Genau. Ja. Schon schwieriger. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass das wie so alle das Auge isst mit, gell? Wie stark beeinflusst man davon ist, wie was aussieht irgendwie. Ja, und in dem Fall noch nicht mal, wie es aussieht, weil das sehen wir ja. Sondern einfach nur, was die Marke sagt. Ne? Was du erwartest, was, über den Namen schon. Ja, nur deswegen. Also. Sagt uns eigentlich, sollten wir mal öfter auch andere Sachen probieren. Machen wir doch die ganze Zeit, Mann. Michael. Das war jetzt eher so der Wink zu Michael. Ja, ich werde ja schon immer gezwungen. Wir hatten jetzt mal wieder Erfolg mit was Spontanem. Ja, was haben wir gemacht, Olli? Also ich hatte mal wieder bestellt beim Tabakhaus Bugge, wenn das was sagt. Bugge. Paul Bugge. Das sagt mir was, ja. Da habe ich früher als erstes bestellt, bevor ich so die Lounge kannte und da so meine ersten Zigarren bestellt. Und da habe ich mal wieder nach Tatuya Zigarren gesucht, weil ich hatte vor einigen Jahren mal so eine Box zu Halloween, die war so benannt nach diesen ganzen Halloween-Monstern.
Kristalle Frankenstein, genau. Und ich war echt, ich fand die echt super geil. Und da habe ich gedacht, ja komm, holst du mal was und guckst mal, was so am besten bewertet ist da. Und da hatten wir eine Tattoo Nummer 1. Die hatte noch so einen Namen mit V, Tattoo. Ja. Das steht so. Hat sich irgendwie japanisch angehört. Ichiabo. Ichi, irgendwas. Auf jeden Fall haben wir mal da 4 bestellt. Die haben wir dann mal hier spontan geraucht abends. Ja. Direkt 2 Kisten bestellt. Noch zu, in dem Moment, wo wir am Rauchen waren. Super Zug, super Verarbeitung, super Geschmack. Okay. Geile Zigarre. Guter Preis. Guter Preis für 9 Euro Stück. Ja. Ich weiß, ich tue mich immer total schwer mit der Aussprache von dieser Zigarre. Tatuaje, 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 Tatu, ist ganz schwierig. Ich habe von denen noch nie was gehört. Nee? Nee. Ja, die sind hier sehr, also sehr dünn gesät, muss man sagen. Also so, zwar bieten sie alle an, also die kriegst du auch bei Cigarworld, überall, aber viel siehst du davon nicht. Ja, viel bei den Amis. Ja, das ist auf jeden Fall prominenter platziert wie bei uns. Ja. Die kommen vom guten alten Pete Johnson. Ach, der. Ja. Kennt ihr den? Der Pete. Ja, klar. Der Cowboy. Ja. Der gute Kumpel von Paul Bugge. Deswegen hat er die. Was macht eure Zigarre? Also der Zug ist irgendwie nicht so wirklich ideal bei mir. Okay. Was absolut gegen Davidoff spricht, ja. Zu schwer ein bisschen. Das spricht wirklich gegen Davidoff. Ja. Also das war schon ein Ausschlusskriterium. Selten, ne? So selten, wie man Zugprobleme bei Davidoff hat. Also das ist ja eigentlich fast nicht existent. Genau. Das Verhalten. Aber du hast auch gesagt, dein Zug ist suboptimal irgendwie. Nee, nee. Ist nicht, ich würde nicht sagen suboptimal. Also es ist jetzt nicht so, wo du sagst, oh geil, der Zug. Ist ein bisschen Widerstand ist da, aber der Zug ist, bleibt, ist okay, kann man nichts sagen. Ich habe immer noch diese leichte Bitterkeit und so einen herben Beigeschmack. Habe ich aber tatsächlich auch. Also, erdig, herb, ja, ein bisschen nussig. Ja. Also herb-erdig, so in der Richtung. Trüffelschwein. Trüffel, ja. Aber ich habe die auch erst 1, 2, 3 Mal geraucht, also die Davidoff zum Beispiel, die helle. Ja. Churchill, von daher könnte ich es jetzt auch gar nicht genau sagen, wie die eigentlich schmeckt. Gut, die Laura Chavive, falls es die jetzt wäre, könnte ich auch gar nicht beurteilen. Also, dass es kein Kuba ist, ist glaube ich ziemlich eindeutig bei mir. Mich schreckt immer noch ab, dass die sehr, sehr weich gerollt ist. Und diese Holz. Und das erste brennt gerade schon hier so wie sie Chef ab. Das kann eigentlich auch keine Davidoff dann sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hatte noch nie eine Davidoff, die so war. Und da ist das erste Holz brennt so ab, siehst du da oben? Das kleine. Und dann habe ich hier nochmal eins. Hier ist ganz weich, hier geht's rein. Hier drüben ist nochmal komisch. Wie ist die Asche? Meine Asche war jetzt relativ fest und sauber. Das spricht irgendwie auch ein bisschen gegen Davidoff. Gut, das ja, ist nicht so einfach, ey. Ja. Aber für mich ist, wenn du gerade gesagt hast, Zug ist schlecht, für mich ist es eigentlich ein Kriterium, dass es nicht ein Davidoff sein kann. Eigentlich. Muss man ehrlicherweise sagen, weil... Also ich sage mal so, nicht schlecht, wie wenn Kubaner schlecht sind, aber schon so, dass du denkst, ach, Mist, macht nicht so richtig Spaß. Okay. Die macht einen schönen Rauch. Das muss man sehen lassen. Die Asche ist auch okay. Ich muss sagen, meine hat sich auch super entwickelt. Auch geschmackstechnisch. Ja. Schöne erdige Aromen, bisschen Nuss dabei. So eine angenehme Süße. Und ich bilde mir auch ein, dass so ein bisschen Leder dazu kommt. Also ich bin eigentlich auf voller Linie hier auf Kuba. Mhm. Ehrlich gesagt, bei dem Stummbier. Vielleicht sollten wir sie jetzt einmal so in der Reihe rumgehen lassen. Mhm. Dass jeder mal ein Drittel geraucht hat. Was denkst du eigentlich? Ja. Einmal abgelutscht, weitergegeben. Ja. Das sollte man eigentlich öfters machen, so ein kleines Tasting, oder? Mhm. Ehrlich gesagt. Und auch ruhig von Zigarren, die man schon kennt, irgendwie. Und dann kann man sich mal selber checken, inwieweit man überhaupt seinem eigenen Geschmackssinn vertrauen kann. Stimmt, ja. Weißt du was? Oh, ich habe gerade eine Idee. Ja?
Mundstücke für Zigarren, damit sie mal weiterreichen. Mundstücke für Zigarren. Ich hätte jetzt fast gesagt, das würde so aussehen, aber das Wort, was ich im Mund nehmen wollte, ist politisch absolut unkorrekt. Okay. Deswegen werde ich es nicht sagen. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Stell dir mal vor, du weißt genau, was ich meine. Nein. Nee, ich nicht. Nein? Nein. Lass mich beschreiben. Ja, bitte. Du hast ein Mundstück, ein langes goldfarbenes Mundstück. Ja. Mhm. Und damit rauchst du so. Ja, du musst sie nicht zwangsläufig so halten, wenn du ein Mundstück hast. Aber okay. Also es kommt dir etwas... Es kommt mir etwas unmännlich vor. Ah, das ist natürlich wichtig, dass es männlich ist. Wenn man intern nicht seine Männlichkeit verinnerlicht hat, dann braucht man natürlich externe. Das ist doch ein Phallus-Symbol, oder nicht? Stimmt, unbedingt, ja. Deswegen rauchen auch so wenige Frauen Zigarren. Hm. Bin ich fest von überzeugt. Das kann, ja, kann gut sein, ja. Das ist doch eine absolute Männerdomäne. Ja. Und es hat offensichtlich nichts mit dem Tabakgenuss zu tun, weil Frauen rauchen ja auch Zigarette. Ja. So, also woran. Hat das mit dem Image zu tun einfach? Genau. Also wo. Klar, mit dem Bild. Mit der Bild. Weißt du? Also, natürlich liegt es daran. Hm. Ja. Phallus-Symbol und Herz war jetzt ein Joke, ja. Aber ich glaube, mehr Menschen assoziieren Zigarrenrauchen mit Männern. Und sobald es eine Frau macht, kriegen sie es nicht so richtig übereinander gelegt. Ja, irgendwie. Vor allem mit älteren Männern. Also, weißt du, so ein, wenn du ja, an Zigarre denkst, denkst du an so einen Typ in einem schwarzen Anzug, der irgendwo in einem Ledersessel sitzt. Der ist direkt an Churchill. Zu Churchill, auf jeden typisch. Fall. Das ist halt so das Bild des Zigarrenrauchers. Ja. Des erfolgreichen Mannes. Ja, schon. Ja. Weil... Es wird ja zumindest das Zigarrenbild, was wir da haben wir eigentlich eine ganze Folge drüber gemacht, deswegen müssen wir das nicht nochmal komplett ausweiten. Mhm. Gell? Aber das Bild, was der typische Deutsche von Zigarrenrauchern hat, ist ein älterer, weißer Mann, der erfolgreich ist, ein Geschäftsmann, genug Geld hat und in einem Gentleman-Club sitzt, mit anderen Männern eine Zeitung liest und Zigarre raucht. Das ist doch das Bild, was irgendwie vorherrscht, oder? Ja, wobei das ist sogar noch ein recht positives Bild, was du jetzt beschrieben hast, ne? Weil es so ein bisschen auch Gentleman und ein bisschen relaxed ich, und so. Auch aber es gibt auch so ein bisschen das andere Bild, was ich finde ich fast 50-50 ist, so von dem Investmentbanker, der eine Zigarre raucht, weil es geil ist. Also weil er sich geil so vorkommt und Geld hat einfach, weißt du? Das Bild gibt es halt auch leider. Das stimmt. Und leider gibt es auch relativ wenige. So, jeder hat natürlich das Bild irgendwie von Winston Churchill im Kopf. Ja? Wir haben eigentlich relativ wenige deutsche Assoziationen dafür, die positiv belegt werden, irgendwie. Ja. Gibt es doch nur der Helmut Schmidt, der Zigarette geraucht hat. Ja. Den man sich dann vorstellen würde. Also, meine, ich habe jetzt mal abgeschnitten, ich hatte vorher gebohrt, jetzt wo ich gecuttet habe nochmal, hat sie einen exzellenten Zug. Ehrlich? Ja, also lag es echt irgendwie ein bisschen da dran. Okay. Also Scheiße, haben wir die Theorie, dass das nicht die Dame fallen kann, wieder verworfen. Meine ist weiterhin bitter. Pfeffrig wird sie jetzt noch ein bisschen, die legt schon wieder ein bisschen zu, brennt ein bisschen mehr auf der Zunge. Aber ganz ehrlich, halt mal deine Zigarren neben meine. Du rauchst viel zu schnell, Mann. Die ist viel zu heiß geworden. Ich schwätze nicht so viel. Ja. Ja. Ich bin eher so der stille Genießer. Wie ist deine von der Länge her, Michael? Ganz okay, würde ich sagen. So wie meine ungefähr. So ungefähr. Ja. Weiß jetzt nicht, was die Ausgangslänge war. Ich glaube, die waren alle ungefähr gleich, ehrlich gesagt. Ja. Steht was auf dem Zettel, Olli? Von der Länge? Da stand nur drauf, was ist, wo sie herkommen. Deckblatt, etc. Hinten drauf stehen noch ein bisschen was von den Geschmäckern, die so im ersten, zweiten und dritten Drittel kommen sollen. Sag doch mal. Also, wir haben. Die Davidoff sollte ledernussig cremig sein. Definitiv nicht. Die Laura Javin, leichte bittere Leder und Walnussaromen. Oh. Also leicht bitter Leder, ja, hätte ich vielleicht. Aber Walnuss... Nee. Walnuss. Die Patron hätte Kakaoleder, Erde, Röstaromen und cremig. Gut, wenn die keine hat, vielleicht. Und die Romeo und Giulietta hätte Kaffee, Kakao, Bitterschokolade, Erde, Zeder. Das wäre so Erde, Holz,
Und eine Süße. Ich könnte jetzt nicht bitter Schokolade festmachen. Könnte das auch eine sein, ja. Sag doch mal die Zusammenstellung, also klar, bei der Gourmet Gelette, das ist klar, aber sag doch mal die Tabakzusammenstellung, steht die drauf? Bei der Romeo, ja, also Herkunft, klar, Kuba, die Romeo, Deckblatt Kuba, alles Kuba. Die Patron hätte Nicaragua, komplett. Okay. Die Laura Chavin ist Domrep, Deckblatt Ecuador, Umblatt und Einlage auch Domrep. Alles Puros? Nicht ganz, die Laura nicht. Achso. Ecuador und Domrep. Die Davidoff hätte Stackblatt Ecuador, Umblatt Mexiko, Einlage Domrep Nicaragua. Das ist so ein Mischmasch. Okay. Aber rein vom Lesen her, welche Geschmäcker einen erwarten würden, hätte ich jetzt mal Bock auf die Patron. Ja, habe ich auch gedacht. Weil wenn ich das so lese, hört sich so lecker an. Ey, im zweiten Drittel Kakao, Leder, Nougat, Erde, Karamell. Und im dritten Drittel Leder, Zeder, Kakao, Vanille und Nuss. Okay. Also das ist... Da hätte ich auch Lust drauf. Ja. Und die Laura hat sowohl im ersten als auch im dritten Drittel diese sanfte Bitternote. Eine sanfte Bitternote? Als ob das was Positives wäre. Ja, das ist, was da so auffällig ist halt, ne? Und die anderen auch so Erde, Nuss, Süße, Kakao, Kaffee, fruchtig. Also von ist, alles dabei. Ist doch mal die Frage, haben wir überhaupt irgendeine positive Bitter-Assoziation? Weil alle, die mir so einfallen, geht eher in die Sauerrichtung. Ja. Ja, bitter. Was ist denn ein positives Bitteraroma? Also bitter ist ja das Aroma oder der Geschmack, ne? Gibt es ja irgendwie keine Varianz, also oder wie? Ja, ich meine, süß gibt es ja auch Varianz. Du schmeckst auch einen Unterschied, ob ich jetzt Zucker nehme, ja, rein in den Mund stecke und einfach nur Zucker habe, oder ob ich zum Beispiel eine Süße habe, die von Kaffee-Röstaromen kommt. Das ist auch eine ganz unterschiedliche, ist beides süß. Ja. Aber es ist auch unterschiedlich. Es ist auch unterschiedlich, ob ich eine Milchschokolade Aber das esse. Ist so ein Add-on, oder? So vom Geschmack her. Du hast immer die Süße, die einfach erst süß ist. Und da drüber legt sich noch so ein gewisser Geschmack. Ja. Genau, ja. Aber es gibt ja auch eine unangenehme Süße. Du hast ja manche, die sagen, die sind so babbisch süß, dass sie nicht mehr lecker sind. Ja. Und so finde ich es auch beim Bitter. Gibt es ja auch unterschiedliche Variationen von Bittergeschmäcken. Geschmäckern. Geschmäcken? Geschmacken? Geschmäckern. Geschmäckern. Meine Fresse. Oder? Ich wüsste jetzt auf Anhieb keine. Also ich würde mit bitter keine andere Geschmacksnuance irgendwie mit in Verbindung bringen. Sagen wir zum Beispiel mal, so ein typisches Bitteraroma wäre zum Beispiel so eine Aubergine. Bitter, als Beispiel. Okay. Die bitter? Dieses wurzelig, erdige Bitteraroma, was zum Beispiel, was du in der Aubergine zum Beispiel hast, wenn du so eine Aubergine beißt, die ist relativ bitter. In der Rohe. Genau. Oder eine Zucchini. Sowas, das ist alles relativ bitter. Ja. Was ich immer mit bitter assoziiere, ist die nicht, wie heißt die Frucht, nicht die Orange, die Krebsfrucht. Die Krebsfrucht. Das ist so bitter, sauer, aber so richtig bitter auch. Würde ich auch sagen, dass da ein bisschen Bitterkeit mit dabei ist. Ja, ich hätte es eher in Richtung sauer auch geschoben. Aber für mich ist eine Zitrone ist sauer. Ja. Mhm. Und die Grapefruit hat schon diesen Bitter-Touch, finde ich auch. Okay. Oder ich meine, ihr kennt doch bestimmt auch noch diese kleinen roten Fläschchen beim Italiener, diese Bitter. Ja, ja. Sowas, ne? Ach, dieses Jahr. Mm. Ich meine, das kann vielleicht auch mal irgendwie cool sein, irgendwie so, wenn du ganz fettig gegessen hast oder so, vielleicht ist dann bitter tatsächlich auch nochmal was irgendwie... Du hast ja auch viele von diesen, der Magen bitter. Mhm. Ja? Kräuterlikör. Ja? Also was ist das so bitter, ja? Aber es ist alles nichts Angenehmes, oder? Erstmal so grundsätzlich. Ich meine, Leute stehen auf Jägermeister irgendwie, oder? Manche. Ist der bitter? Der ist doch einfach scheiße süß, oder? Jägermeister. Jägermeister, Kräuter. Kräuter süß. Bitter, süß, Mischmasch, ekliges Zeug. Ja. Ja, gut, okay. Aber, ja, okay. Was ist denn mit der bitter Schokolade? Ah, hier. Michael, wenn du da dran kommst, wir haben da, der Olli hat netterweise eine 85%ige Bitterschokolade mitgebracht. Die liegt neben Mountain of Madness, links daneben, auf so einem kleinen Haufen. Wenn du da dran kommst, können wir die mal verteilen, nachdem du das Wasser runtergeschmissen hast. Ja, mach dich nur lustig. Weißt du, wer den Schaden hat, spottet hier der Beschreibung. Ja, jetzt mich. Das, also eine Bitterschokolade, wie. Also Lind würde, ach doch, die schreiben tatsächlich Edelbitter drauf. Ja. Weil
Okay. Zartbitter, Edelbitter, je nachdem wie viel Prozent. Ich empfinde dunkle Schokolade nicht als bitter. Ich finde, es kommt auf den Kakaogehalt drauf an. Ja, das kann man sagen. Ja. Also eine 70-prozentige zum Beispiel finde ich super. Ja. Ja. Eine 85-prozentige ist für mich schon fast ein bisschen zu viel. Aber das ist, ich finde, da ist es kein unangenehmes Bitter. Das darauf wollte ich ja hinaus. Ja, das stimmt schon, ja. Also wäre ich mal gespannt. Da hat jetzt Ritter Sport was ausgebracht. Dürfen Sie nicht Schokolade nennen? Weil die 100% Kakao hat. Genau, weil nicht genug Zucker drin ist. Die haben gar keinen Zucker. Nennen. Also die machen keinen Zucker rein. Hä, wie nennen sie es? Also eine Variante war... Dunkelriegel. Nee. Ja, sowas nee, es war irgendwie Pflanzen... Weil Pflanzenriegel oder irgendwie so ein Scheiß müssen. Bullshit. Ja, weil es gibt nach dem Lebensmittelgesetz gibt es so eine Regel, dass Minimum so und so viel Zucker drin sein muss, dann ist es Schokolade. Und da die keinen Zucker reinmachen, sondern die nehmen von der Kakaobohne irgendwie noch den Rest, den du mal wegschmeißt, der sehr süß ist, den nehmen die rein, damit du das Zeug überhaupt essen kannst. Ja. Weil so eine Kakaobohne 100%, ich meine, wahrscheinlich zieht es dir da alles zusammen. Dankeschön. Glaube ich auch. Probieren wir mal die 85-prozentige. Ja. Ja, bitter, ja. Ja, ja. Hast du nichts Bitteres, Michael, drin? Findest du? Ja, doch so ein bisschen, ja. Ja. Sehr angenehmes Bitter, weil ich liebe so Schokolade in dem Prozent Gehalt. Doch, hat was Bitteres, ja. Aber nicht unangenehm, oder? Nicht unangenehm, ne. Weil genug andere Geschmacksnuancen irgendwie so da drüber sind, ne? Ja. Aber ich bräuchte das Bittere jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir besser schmeckt, wenn das Bittere weg wäre. Aber ist ja Vollmilch. Naja, nicht unbedingt, weil dann hättest du wieder die Süße und bla. Aber so dieser intensive Schokoladengeschmack, den du auch hast, wäre cool ohne das Bittere vielleicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es das was Positives ist, das Bittere. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie jetzt die Zigarre schmeckt. Ja. Völlig anders. Ja, meistens ist sie. Mhm. Da entwickelt sich der Geschmack zum Kaffee, finde ich. Mokka. Mokka, ja. Ist es Mokka? Mokka. Das ist extrem herbe. Das ist ein richtig angenehmer Geschmack. Diese Bitterkeit der Zigarre. Jetzt haben wir eine schöne Cola mischen. Um die Geschmäcker zu neutralisieren. Meiner hat sich wieder gefangen, was den Abbrand angeht hier. Ist auch wieder relativ gleichmäßig. Das Loch ist weggebrannt. Sind wir bis jetzt alle auf der gleichen Schiene, welche Zigarre ist, oder? Seid ihr euch jetzt sicher bei euch, gell? Ich bin mir relativ sicher. Okay, was sagst du, welche hast du? Davidoff. Ich sag, ich hab die Laura. Nach wie vor. Oder? Ja? Ja. Das ist dieses Bittere, was ich nicht wegkriege, das habe ich noch im Kopf irgendwie von der Laura, die mir schon mal geraucht haben. Also ich gehe einfach. Die jetzt mit Schokolade richtig geil schmeckt. Was ist dann? Also immer eine Tafel Schokolade zu jeder Laura Chavin. Und die sind echt super. Wenn es eine ist. Ja, ich gehe jetzt. Wie ist denn deine Verarbeitung? Ist sie top? Also, wie gesagt, ich habe diese Holz, die ist sehr weich geholt, ja. Extrem weich. Das spricht auch. Ja. Auch hier wieder. Hier, gut. Kannst du richtig reindrücken. Als wenn da nur ein Blatt wäre und dann ein halber Zentimeter nichts wäre. Das kann eigentlich kein Davidoff sein. Aber die brennt trotzdem relativ gut ab. Ich hatte so eine Stelle, wo so ein kleines Loch war. Aber das hat sich wieder gefangen. So, recht Verarbeitung. So, das Deckblatt sieht okay aus. Und du hast auf jeden Fall Kuba an. Also bin ich mir auch relativ sicher. Also sind wir uns einig oder sagst du was anderes an? Also ich sag, ich habe die Romeo Giulietta. Ja, und der Rest? Ja. Das kann ich ja nicht sagen von euch. Naja, jetzt so von dem, was wir gesagt haben, was du siehst. Also vorher wäre ich noch sicher gewesen, Michael, dass du nicht die Davidoff hast, wegen dem schlechten Zug. Das hat schon ein bisschen verändert, nachdem du gesagt hast, nochmal geschnitten und dann war der Zug super. Ja. Das hat mich ein bisschen durcheinander gewürfelt, ehrlich gesagt.
Hättest du gedacht, dass die vom Olli eine Davidoff sein kann? Hätte ich gedacht, ja. Okay. Aber nur ausschlusskriteriummäßig, weil du gesagt hast, meine zieht nicht. Okay. Da habe ich gesagt, okay, dann kann es keine Davidoff sein. Dann muss also der Olli die Davidoff haben. Aber der Davidoff hat keine Löcher, also nee, nicht diese, die Druckstellen nicht, und so. Aber Löcher, der Olli übertreibt natürlich ein also bisschen, gell? Das sind ja keine Löcher. Naja, nein, halt wie sagt man, diese Holes, weil diese ganz Softspots. Ja. Das ist ja. Macht dir mal Spaß, drück dir mal da oben drauf. Das ist jetzt extrem, weil es halt da schon warm ist. Ne, da oben. Da oben hier. Da. Das ist die Aschemann. Hier, hallo. Guck mal in die Glut rein. Machst du? Merkst du das? Ja. Das war die schon von Anfang an. Das an schon drei Stellen. Ja. Und ich hatte auch noch nie eine Davidoff, die so locker gerollt war. Also die war richtig weich vorne. Ja, deswegen. Wie sieht denn eure. Okay, was wissen wir von Davidoff? Davidoff hat eigentlich immer einen guten Zug, hat immer eine Top-Verarbeitung und hat eine beschissene Asche. Ja. In aller Regel. Ja? Hat so einen typischen Davidoff-Geschmack irgendwie also angefangen. Oder? Grasig, blumig, blumig, bisschen so floral, Heu. So, das ist eigentlich für mich Davidoff. Ja, je nachdem, was du für einen erwischt. Das hat mich halt in letzter Zeit auch ein bisschen durcheinander gebracht, weil die, sagen wir mal, die Travelers Edition oder sonst wie schmeckt halt komplett anders. Mhm. Die hast du halt überhaupt nicht typisch Davidoff. Und so diese typisch Davidoff und diese Serie, wie heißt die, 702? Gell? Ja, oder sowas. Millennium so. Oder Anniversario oder was es alles da gibt. Da gibt es so ein paar, die sind relativ typisch, aber auch schon die Late Hour und so weiter schmecken nicht mehr typisch Davidoff-mäßig. Finde ich aber auch okay, weil die Late Hour ist ja auch so Barrel Age, weißt du, auch diese ganze Discovery-Serie, die schmeckt ja auch anders. Ja. Das ist ja Yamasa, Escurio und Nicaragua, das sind alles verschiedene. Aber ich sage jetzt mal, alle die mit der typisch weißen Mandarole, die haben für mich alle so einen Signature-Flavor irgendwie. Ja, da wird jetzt die Winston Churchill. Ja. Die klassische hier mit der weißen Mandarole auch mit dazu zählen, so ein bisschen. Okay, dann. Ja. Könnte schon sein, dass es so in die Richtung geht. Also mich überzeugt eigentlich tatsächlich die Verarbeitung, weil die ist 1-1A. Ich meine, wir sind jetzt alle in der zweiten Hälfte, ja. Können wir sich eigentlich festlegen. So ein bisschen, oder? Also ich lege mich auch fest, ja. Legst du dich fest, Olli? Ja. Wollen wir da mal gucken? Holz, Leder, Pfeffer, Kakao. Also, ich hab vom. Jetzt ist es komplett anders, das wird geil. Romeo, Giulietta, fruchtige Süße, Zeder, Erde, Nuss. Also, ich hab vom Tabakhaus Simon eine E-Mail bekommen. So, machen wir die mal auf. Jetzt steht da drin. Haha, ihr erfahrt es nie. Genau. Also, Zigarre A ist die Patron. Krass. Sagen wir richtig. War aber schon mal gut. Ja, also Patron ist die übrig geblieben ist, da waren wir schon mal richtig. Ja. Ja. So, die Zigarre B ist die Romeo und Giulietta. Ich habe die B. Ja. Also da liegen wir richtig. So, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Die Zigarre C ist die Davidoff. Echt? Nee. Krass. Hast du die C? Oder? Ich habe C. Ja. Okay. Hätte ich echt nicht gedacht. Und die D ist die Laura Chavin. Okay. Nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Also von der Verarbeitung her sieht die hier unglaublich gut aus. Fand ich jetzt hier bei der gar nicht so doll. Also ich fand auch bei dir, hat man nämlich gesehen, Olli, vorne, du siehst es doch manchmal, wenn die vorne so ein bisschen gedrückt sind, dass es nicht mehr ganz rund ist vorne, weißt du? Das ist immer so ein Zeichen, finde ich, für so ein bisschen, keine Ahnung, zu locker gerollt oder sonst so, wie du. Das ist doch bei Davidoff. Das hat sich auch bewahrheitet. Also die war sehr weich. Ja. Krass. Hätte ich jetzt nie gedacht. Auch dieses Bittere durchgehend. Aber okay, wir waren eigentlich extrem gut, weil wir haben 50% richtig gelegen. Wir haben gesagt, die A, nur vom Hingucken, haben wir gesagt, die A ist die Patron. Ja. Waren wir super. Oder? Ja. Und wir waren uns alle einig, dass die B die Romeo und Giulietta ist. Das ist ja schon mal super. Ja. Okay. Da der Michael immer gesagt hat, die Chavin ist ja, sind so schlecht. Ja. Da stehe ich auch zu. Jetzt nicht mehr. Nee, ich finde die ja immer noch nicht super. Also ich fand die ja bis jetzt nicht irgendwie top. Ne? Ich sage ja nur, dass ich dachte, das ist die Davidoff, aber wobei es jetzt auch nicht schlecht ist. Ja. Wobei man sagen muss, die letzte Laura Chavin, die wir hatten, wir haben ja nochmal so einen Nachtest gemacht, gell, mit der alten Edition und die fanden wir ja alle okay. Ja. Die Nummer 99, ja. Wir fanden ja nur die, ich weiß gar nicht mehr, wie die erste, die wir geraucht haben, von der, was die neue war, die fanden wir alle katastrophal. Ja. Die anderen von der alten Serie, die fanden wir ja okay.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch schon ein bisschen her. Jetzt schmeckt sie noch viel schlechter gerade. Ich versuche immer noch. Ich habe immer noch das Bittere, diesen Pfeffer auf der Zunge. Soll ich das auch haben? So, das zweite Drittel. Pfeffer, Zeder, Kaffee, Gewürz, Zeder, Frucht, cremig. Im letzten Drittel. Was hat die Laura nochmal jetzt so? Die Laura müsste jetzt im zweiten Drittel Holz, Leder, Pfeffer, Kakao. Und dann sollte kommen Pfeffer, sanfte Bitternoten und süßes Aroma. Mhm. Süße Aromen. Also ich bin mit meiner Wahl sehr zufrieden. Ich nicht. Ich hätte gerne die Patronen gehabt. Ehrlich? Ja, weil, also was ich da so gelesen habe. Ich habe jetzt Patronen, nur diese kleinen, wüsste jetzt gar nicht, wie sie heißt, diese. Klassik Maduro 3000. Ja. Mhm. Und die fand ich richtig gut. Ja. Tja. Lass mal da einer geschrieben. Wir hätten vorher nicht wissen dürfen, welche Sorten es gibt. Wir hätten einfach mal drauf losrauchen sollen. Das ist doch unmöglich. Mann. Und dann mal sagen, wo kommen sie her. Keine Chance. Und nicht sagen, was ist vielleicht, aber schmeckt sie einem, wo könnte sie herkommen oder so. Vielleicht waren wir auch schon wieder ein bisschen beeinflusst. Okay, wir waren jetzt so von der Laura Schawinen begeistert. Ah, da muss eine schlechte dabei sein. Ja, so. Ja. Ja, aber gut. Komisch. Für eine Davidoff, scheiß Verarbeitung. Aber gut. Ja, ist echt erstaunlich, ja. Müssen wir uns eigentlich nochmal, vielleicht sollten wir uns die Davidoff nochmal vornehmen. Also wissentlich ja. Kaufen. Ob die alle so sind. Und ob die alle so sind. Mhm. Aber war lustig, oder? Ja, krass. War gut. Bewerten wir sie noch? Okay. Ich gebe meiner Romeo und Giulietta auf einer Skala von 1 bis 5 eine lockere 4. Warum haben wir jetzt eine neue Skala? Aber was waren denn die alte? 1 bis 10. 1 bis 10, dann gebe ich ihnen eine 8. Okay. Cool. Ja, echt gut. Also ich bin guter Zug, guter Abgang, tolle Geschmäcker, krass. Richtig gute Zigarre. Cool. Und Oliver? Also, guten Zug, guten Abgang soweit. Okay. Aber diese Bitternoten, die Verarbeitung, 4. Oh, wow. 4, also 4,5, wenn ich es gut meine. Ich weiß nicht, was kosten die. Aber da es eine Davidoff ist, wahrscheinlich auch um die 20, 30 Euro. Ja, ja, eine 4. Eine gute. Ja, die Laura kriegt... Also wie gesagt, Verarbeitung ist echt 1A. Zug ist jetzt auch okay. Asche ist auch okay. Geschmack ist so mittelmäßig einfach. Die kriegt von mir eine glatte 5. Durchschnitt. Durchschnitt, ja, genau. Okay, cool. Haben wir's. Geil, also an der Stelle nochmal vielen Dank, Tabakhaus Simon Potsdam. Jo, danke schön. Für das tolle Erlebnis. Coole Idee, schön gemacht, auch mit dem Catch, was dabei war und so weiter. Super, machen wir auf jeden Fall nochmal öfters. Ansonsten danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bleibt uns gewogen, nächste Woche gleiche Welle. Adieu. Tschüss.